Parabhakti. Parabhakti ist die höchste Form der Hingabe und Parabhakti ist auch die Hingabe an das Höchste. Bhakti heißt Liebe, Gottesliebe und Hingabe. Para heißt oberhalb, jenseits von. Und Para heißt auch das Höchste. Und Para ist auch ein Beiname für Gott jenseits allem Vorstellbaren. In diesem Sinne also Parabhakti. Es gibt Parabhakti und Aparabhakti. Aparabhakti ist die weniger hohe Hingabe. Also wenn du Gott liebst und ihm etwas bittest, zum Beispiel, oh Gott, bitte gib mir ein groß genuges Apartment, bitte hilf mir einen guten Job zu kriegen, bitte kümmere dich um, dass mein Urlaub gut verläuft und so weiter. Das ist alles Aparabhakti. Du hast eine Hingabe zu Gott, aber willst etwas von ihm. Parabhakti ist die höchste Form der Hingabe. Du willst nichts von Gott, du erwartest nichts von Gott. Es ist die Hingabe um der Hingabe willen. Ist das Bewusstsein, Gott ist überall. Eine zweite Bedeutung von Parabhakti ist eben Hingabe an Gott als transzendentes Wesen. Weniger Hingabe an Gott als verkörpertes Wesen, sondern als jenseits, oberhalb von allem. Du weißt, Gott ist jenseits aller Vorstellungen. Und selbst wenn du dir Gott mal konkret vorstellst, sei es in deinem Meister, sei es in der Schönheit der Natur, sei es als Jesus oder eine andere Inkarnation Gottes, du weißt dennoch, Gott bleibt Para. Parabhakti, also die höchste Form der Hingabe, die Gottesliebe, ohne etwas zu erwarten und die Hingabe an das Höchste an sich. Ja, das war's für heute. Eintrag im Yoga-Vidya-Sanskrit-Lexikon, Multimedia-Sanskrit-Lexikon. Alle Informationen rund ums Yoga findest du auf www.yoga-vidya.de. Suchst du irgendeinen Sanskrit-Begriff und was er im Yoga bedeutet, dann schau auf unseren Internetseiten vorbei und gib dort im Suchfeld den Begriff ein, den du suchst. Auch wenn du Übungsanleitungen haben willst oder Videos zu einem bestimmten Thema, all das auf www.yoga-vidya.de.